Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Play Skyrim und wir sind da endlich mal in Weißlauf angekommen, aber das dauert ja unendlich. Aber egal, wir haben ja Zeit und wir nützen da die... Ärger oder so? Wir reden mal mit ihr dir. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Danke vielmals und danke, dass du mir was abgenommen hast und ich habe keine Ahnung, was auch immer das war. Ihr mögt Pfeil und Bogen, wie? Ich verlasse mich lieber auf mein Schwert. Okay. Nun gut, des Geschwätzes und... Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Du bist ja recht interessant, Alter. Noch irgendwas? Sturmmäntel, kaiserliche Drachen. Mir ist es egal, wen ich umlege. Lasst sie nur kommen. Okay. Und die andere Wache hat sicher auch noch was zu melden. Hier wird nicht rumgetrödelt. Ja. Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Ja, mit Sicherheit. Okay. Wo ist denn der Wachmann jetzt hin? Ah, da steht er. Nun gut, die haben ja alle einiges. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Und jetzt bist du im Ausgedinger, in der Frührente, oder alles was? Alles in Ordnung? Komm, erzähl noch was. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Okay, wir werden drauf aufpassen, ne? Und? Was gibt's denn? Ah, das war's dann schon. Gut. Da Doso verquatscht sich da ohne Ende, ist ja klar. Das sieht auch aus wie bei... Eisfurchhof entdeckt. Aha. Ja, wenn wir schon hier sind, da steht einer und den quatschen wir auch an. Oh, oh. Der schaut aus wie mein Großonkel. Wilmut, komm. Ihr seht scheußlich aus. Steckt mich bloß nicht an. Noch einmal, komm. Ja. Okay. Einen Versuch mache ich noch. Hm? Ah, der mag nicht reden. Okay. Da ist eine Mühle. Okay. Und das dürfte der Müller sein. Unser Müller. Wo ist denn da der Aufgang jetzt? Nach Weißlauf, Leute. Ich habe mich schon wieder verfranst. Wo ist denn das Hilfsinn? Da, komm. Kein direkter Weg sichtbar. Ja klar. Wir gehen einfach da. Wo war denn das? Da entlang. Wo ist mein Elf hin? Bis es finster wird, werden wir wohl geschafft haben. Da kommt ja eine Maid auf uns zu. Junge Dame. Alfild Kampfgeborene. Komm her. Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Ich verkaufe ich Lauch? Okay. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Okay, Lauch entfernt, Gold hinzugefügt, ja. Und ich verkaufe Weizen. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Na dann, zurück an die Arbeit. Weizen kostet 5, ja, nicht schlecht. Nochmal. Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Ja, du bist mir auch eine. Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der Graumähnenfamilie. Ja? Braucht ihr etwas? Im Gegensatz zum Rest meiner Familie habe ich einiges zu tun. Okay, okay. Du Schnepfe, geh nach Hause. Okay. Freundlichkeit ist eine Ziege, sie schadet weder dir noch mir. Und da... Kein direkter Weg war da sichtbar. Hof der Kampfgeborenen entdeckt. Aha, da gibt's ja Höfe ohne Ende. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, warum wir da jetzt Bußgeld haben zahlen müssen. Wegen der Anixe oder weil wir da den Met gestohlen haben. Aber das war ja nicht stehlen, ist ja nicht dabei gestanden. Ist das jetzt unser Elch davon?
Die laufen uns davon, die kriegen wir ja nicht, oder? Probieren wir es noch einmal. Egal, gell? Und ich sag's doch, Leute, das kann ja nicht sein. Ich verschieß da die ganze Mumm nur für so einen blöden Elch. Ja. Nein, wir kriegen den nicht mehr. Okay, Leute. So, wo ist denn der Marker? Und wo ist jetzt Weißlauf? Da kommen wir nirgends rauf? Oder ist da ein Weg rauf? Weil schön langsam wird es finster und wir sollten da mal rein in die Festung. Okay. Da ist der blöde Elch schon wieder. Und ich probiere es gleich noch einmal. Kann ja nicht sein, dass wir den nicht erwischen hier. Aha. Ja, egal, wir lassen das in Zukunft, das mit dem Jagen. Wir verschießen da die ganze Mund. So, wo ist denn jetzt die Eingangstür darauf? Da läuft ja schon einer durch die Gegend. Gleich zwei. Was ist denn jetzt los? Ah! Wer ist denn da, der Böse? Die nicht. Glaubt ihr, ihr seid hier gewachsen? Okay, die sind dann nicht böse. Die Wie haben fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ja, da hast du vollkommen recht. Also, was haben die jetzt da gemacht überhaupt? Und was ist denn das? Ein Bandit, genau. Die nehmen den gar nicht alles weg. Pfeile brauchen wir, Langbogen und Pipapo, schnappen wir doch gleich mal alles. Nicht, dass wir da... Ah, da ist der Eingang. Wachturm von Weißlauf entdeckt. Na, endlich, Leute. Wir nehmen da auch alles. Den haben wir auch noch nicht. Stahlkriegshammer. Perfekt. Und da liegt doch auch noch ein Schwert irgendwo rum. Ne. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt endlich mal entdeckt und gehen einmal zur Wache da. Hi ho. Wenn ihr in Weißlauf Ärger macht, werde ich euch persönlich in den Kerker von Drachenfeste werfen. Ja, das wollen wir ja natürlich nicht, gell? Noch was? Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Nochmal? Benötigt ihr Vorräte? Dann sucht Beletor in seinem Laden auf. Er ist ein etwas schmieriger kleiner Mann, aber seine Waren sind gut. Beletor, okay. Und noch eine Meldung, komm schnell. Braucht ihr eine Klinge? Dann sprecht mit Adrienne in der Schmiede. Adrienne, Beletor. Helgen, von einem Drachen vernichtet. Das ist kaum zu glauben, oder? Gut so. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Okay, soll ich dir was geben? Früher war ich auch ein Abenteurer. Okay. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Du bist der mit dem Knie, ja, mit dem, ja, ich weiß schon. Gut so. Was ist denn da jetzt? Da oben sitzt eine Wache und wir müssen jetzt woran, worauf, wohin? Was ist denn da? Sorry Leute, da sitzt ja auch wer.
nehmen Eisenschwert und nehmen und nehmen, und das heißt aber nicht stehlen, oder was ist denn da jetzt? Hier wird nicht. Was gibt's denn? Was wird hier nicht? Komm nochmal. Ja, wer weiß was. Was braucht ihr? Ja, eine Wegbeschreibung. In der beflackten Meere sollen noch Betten frei sein. Okay, beflackten Meere. Gut. Da ist ein Weg. Und jetzt wird schon wieder dunkel. Müssen wir da rund. Oh oh, was ist denn da jetzt? Habt ihr das gesehen? Was ist denn das? Ich glaub's ja nicht. Was tun wir mit dem? Den lassen wir jetzt da ziehen. Okay. Ah, noch einmal nachgeschaut, wo ist denn jetzt das blöde. Kein direkter Weg sichtbar. Hurra. Suchen wir weiter. Ich erschlage jetzt den blöden Hirsch mit dem Hammer. Die armen Tiere. Geht's da rauf? Nee. Aber ich denke, wir sind da schon ein wenig richtig. Ja, und wir sind dann da bald einmal oben. Da sieht's aus, als ob wir da raufkommen könnten. Ja. Mal schnell darüber geschaut und ja. Im Finstern habe ich da immer ein wenig Bedenken. Da kommen wir nicht drauf, darüber und... Was ist denn das jetzt hier? Ah! Wieder mal falsch, oder wie? Oder was ist denn jetzt los? Egal. Wo Menschen sind, da lass dich nieder und da gehen wir mal hin und fragen mal den alten Kämpfer. Ich hoffe, missachtet das Gesetz? Ja, lass mich in Ruhe. Wie kann man jetzt da rein einmal? Wo war denn der Eingang? Das möchte ich jetzt aber wirklich wissen. Ganz rund um den Berg herum, oder wie? Da schauen wir, wo sind wir da hergekommen? Auf der Karte können wir da mal nachschauen. Und da gibt's ja eine Umgebungskarte und wir müssen da rein, ja, und sprich mit dem Jarl, genau. Und wir sind da schon richtig, okay. Da ist der Fluss und wir kamen von dort. Wer läuft denn da? Ist das unser Elf? Nee. Nun gut, wir haben da jetzt mal den Eingang gefunden und ich freue mich riesig und auch für euch, dass ihr mein Gequatsch nicht länger anhören müsst. Und wir sind da bald einmal drinnen, denke ich, ja? Okay, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann wieder, wenn ich mit dem Jarl spreche. Hoffe ich doch. Schönen Abend noch, euer Tofer. Ciao.